Jetzt geht's los. Aktuelles aus dem Sommertrainingslager präsentiert euch die Heimatkrankenkasse. Hallo aus Österreich. Hier in Kaprun bei Zell am See bereiten sich Arminias Profis aktuell auf die neue Saison vor. Nach einer Trainingswoche und zwei Testspielen in Ostwestfalen soll nun in Österreich der Feinschliff erfolgen. Die Mannschaft ist bereits am gestrigen Mittwoch angereist und hat am frühen Abend auch schon die erste Trainingseinheit absolviert. Am heutigen Donnerstag stand für den 24-Mann-Kader dann die erste Doppeleinheit auf dem Programm. Mit dabei sind auch 6 Neuzugänge. Einer von ihnen ist Konstantin Kerschbaumer, den wir vom englischen Zweitligisten Brentford ausgeliehen haben. In der Mittagspause hat Brian Behrendt kurzerhand die Moderation übernommen und stellt euch Konstantin jetzt mal vor. Lieber Min, wir senden euch sonnige Grüße aus Österreich. Wir befinden uns derzeit im Sommertrainingslager in Kaprun. Ja, wie ihr sehr wahrscheinlich mitbekommen habt, hat sich in der Transferperiode schon einiges getan. Wir haben ein paar Spieler abgegeben, aber auch ein paar Spieler dazu bekommen. Einer von den Neuzugängen sitzt neben mir. Das ist der Konstantin Kerschbaumer, mit dem ich schon 3 Jahre in Österreich bei Rapid Wien zusammenspielen durfte. Konstantin, willkommen bei der Mannschaft. Dankeschön. Ja, kommen wir als erstes zu dir als Person. Dein Spitzname? Kerschi. Dein Alter? 25. Geburtsort? Tulln an der Donau in Niederösterreich. Deine Lieblingsposition? Zentrales Mittelfeld. Deine Rückennummer hier bei Arminia? 27. Dein Heimatverein in Österreich? FC Tulln. Ja, dein Familienstand zurzeit? Ich habe eine Freundin. Also ledig, genau. Und dein größtes Hobby neben dem Fußball? Spielkörner Tennis. Ja gut, kommen wir nun zur ersten richtigen Frage. Du bist jetzt seit einigen Tagen bei uns, bei Arminia Bielefeld. Erzähl doch mal, wie kam es zu dem Wechsel, beziehungsweise was war für dich hauptausschlaggebend, zu uns zu kommen? Also der Kontakt war schon länger da zu Arminia, zu den Verantwortlichen von Arminia Bielefeld. Und die Gespräche waren dann wieder intensiver jetzt im Sommer. Und die waren sehr überzeugend, also ich hatte das Gefühl, dass mich jeder von den Verantwortlichen unbedingt verpflichten wollte. Und natürlich der Verein mit der Tradition und den Fans war nicht viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und jetzt bin ich froh, dass ich ein Teil der Arminia bin. Ja, wie viele wahrscheinlich nicht wissen, war dein Start nicht ganz so einfach. Es waren ja ein paar Leute da. Am Trainingsauftakt, vielleicht schilderst du mal kurz, wie du den Trainingsauftakt erlebt hast. Ja, es war eigentlich geplant, dass ich die erste Einheit ganz normal mitmache. Aber dann haben einfach Kleinigkeiten gefehlt zwischen den Vereinen. Und dann durfte ich beim Training nicht teilnehmen, war dann in der Kraftkammer. Das war eher nicht so schön, weil ihr eigentlich alle bei den vor vielen Fans die erste Einheit absolviert habt. Und dann am zweiten Tag, glaube ich, hat es endlich funktioniert und dann war ich froh, dass ich endlich dabei war. Du warst jetzt die letzten 2 Jahre in Brentford. Ich habe ja sowieso deinen Weg verfolgt, weiß ja, dass du da warst. Wie war deine Zeit dort? Vielleicht kannst du dazu ein paar Erlebnisse schildern. Insgesamt eine tolle Erfahrung. Wie als Spieler, als auch menschlich, habe ich mich eigentlich weiterentwickeln können. Mit tollen Erlebnissen, zum Beispiel im FA Cup zu spielen an der Stamford Bridge gegen Chelsea. Und ja, einige tolle Erlebnisse und natürlich reift man auch als Mensch, weil man auch das Englisch verbessert und wie man dort zurechtkommt. Und ja, würde sagen, die 2 Jahre waren echt eine tolle Zeit und jetzt freue ich mich aber hier zu sein und mit der Arminia durchzustarten. Ja, dann noch abschließend meine Frage, weil du es angesprochen hast. Die Ziele, die du hast, kurzfristig, aber auch langfristig, jetzt hier in Bielefeld? Ich würde mal sagen, dass wir das vermeiden vom letzten Jahr, dass es ein bisschen ruhiger zugeht, dass wir gesichert in der Liga mal sind und unseren Fußball durchziehen, so wie wir spielen wollen und Spaß an der Sache haben und dann wird man weitersehen. Ja, dann danke ich dir jetzt recht herzlich für deine Mühe. Ich weiß ja, mir geht es nicht anders. Wir würden jetzt gerne noch ein bisschen ausruhen bis zum nächsten Training. Und für euch, lieber Armin, gibt es noch ein kleines Gewinnspiel.
in jedem Video, was ihr jetzt sehen werdet in den nächsten Tagen, ja, gibt es immer einen Buchstaben pro Video. Das ist heute das T wie Trainingslager. Ihr könnt gemeinsam mit der Heimatkasse 2 Dauerkarten für die kommende Saison gewinnen. Wünscht euch dabei viel Glück und wir sehen uns. Macht's gut, bis bald. Ciao.